Andi, geh doch an Karneval als James Bond. Ja sicher, 007 hast du doch. Null Ballgefühl, null Motivation, aber immer 7 Pilz drin. Wenn die Schlagzeilen der Woche sind in der Bundesliga, dass der Müller beim Champions-League-Spiel in Paris auf der Bank gesessen hat und der Sohn von Oli Kahn dem Titan das Handy gebracht hat vor dem Abflug nach Paris, weil er das im Auto vergessen hat, dann weißt du, was richtig los ist in der Bundesliga. Dann ist halt die Woche nur Karneval. Hier beim 1. FC Köln geht's wieder rund. Trainer Baumgart als Gladiator. Das ist ein versteckter Hinweis, ne? Als Römer zu kommen. Sicher, dann gibt es während der Saison keine Rechenspiele mehr. Die Römer, die hatten es Mathe immer einfach, ne? X war immer 10. Das Motto vom Baumgart für die Mannschaft im Karneval, Vollgas und hart ran. Aber nicht am Glas. Ja, sicher, ey. Dann kannst du es im Karneval auch gleich lassen, ne? Wir haben keinen Plan. Das ist für den FC jetzt so das Motto für die nächsten Tage. Und für die Bayern steht das für die Transferpolitik. Kane. Harry Kane, ey. Über 250 Buden für die Tottenham Hotspurs gemacht und noch keinen Titel geholt. Warum geht denn der nicht nach Schalke? Christian! Ich beobachte gerade, ne, das Spiel deiner Muskeln. Ja, sicher. Die spielen gerade Verstecken. Karneval nüchtern ist auch wie die Saison von Schalke 04. Kaum auszuhalten. Wobei der Reis hat in der Mannschaft jetzt eine neue Hackordnung. Alles neu aufgestellt, dann machst du Testspiel gegen den SC Verl und verlierst 1-2. Dann wird aus der Hackordnung ganz schnell gemischtes Hack. Die Schalker glauben auch, ne, wenn wir jetzt nur noch 0-0 spielen, dann gewinnen wir. Als was gehen die Schalker Spiele denn an Karneval? Wegen 0-0. WC-Ente oder alkoholfreies Bier? Ja sicher, hat auch 0,0, täuscht auch gerne an, ne, knallt aber 0. Hermann, egal wer deine Voodoo-Puppe hat, ne, der ist sie auf jeden Fall nur am Füttern. Ja, und Gladbach, da wird richtig Karneval gefeiert, ne, mit dem Gladbacher Zweigestirn. Fage und Firkus machen so einen eigenen Wagen, fahren durch Gladbach und verteilen die Punkte unter die Leute. Für alle Gladbach-Spieler und Gladbach-Fans können alle zusammengehen. Steht Kostüm schon fest. Gladbach-Trikot an, Hütchen auf, Schuhe, Pfeil und Bogen. Wir gehen als Robin Hood. Wer gegen Dortmund und Leipzig siegt und dann gegen Hertha und Schalke verliert, der nimmt im Prinzip alles von den Reichen und schenkt es den Armen. Robin Hood. Was folgt auf Robin Hood? Robin Dutt. Dufte. Büttenreden ist nicht so meins, aber die Gladbacher Fans haben ihrem Verein schon eine eigene geschrieben. Da weißt du Bescheid. Jede Krise endet meist, wenn der Gegner Gladbach heißt. Ob Bonhof, Meier, Firkus, jeder schweigt zu diesem Zirkus. Jeder bleibt in seiner Blase, in Borussias Wohlfühloase. Patrick, dich lege ich im Supermarkt mal auf die Gemüsewaage. Dann weiß ich endlich mal, wie viel ein Lauch wiegt. Ja, wir lassen uns mit der kompletten Mannschaft wieder mit dem Bus nach Köln fahren zum Karneval. Ja, sicher. Unser Bus ist ja gesponsert von Fliesen Pannemann. Ja, da haben wir in der Mitte dann vom Bus kein Teppich, sondern Kacheln. Ist für die Rückfahrt und die Endreinigung auch besser. Die Kostüme stehen schon, ne? Der Patrick geht als Skatspiel. Ja, sicher. Hat bei uns die meisten Karten gesehen. Christian probiert sich im Radiergummikostüm. Und hinten steht drauf, sei du die Erste, die mich bis zum Ende benutzt. Der Andi geht als Rasierer und hat ein T-Shirt an, da steht drauf, ist der Rasen gemäht, wirken die Zwerge größer. Aber mein Highlight, Stefan und Aki gehen als Führerschein und Fahrzeugpapiere. Falls wir in die Polizeikontrolle kommen, ne, mit unserem Bus. Wenn die sagen, dann Führerschein und Fahrzeugpapiere, kannst du mal sagen, ja sicher, aber die sind leider auch schon voll. Kevin! Boah, der ist so hohl. Der geht an Karneval als Maler, weil er jeden Morgen mit dem Pinsel in der Hand und Kleister auf dem Bauch aufwacht. Patrick! Dich lege ich im... Patrick! Dich lege ich demnächst mal im Supermarkt, den sie wissen ja. Was folgt auf Robin Hood? Robin Dutt. Das Motto vom Gaumgart. Kennen Sie den Gaumgart? Das ist einer, der kocht gerne.
Hi. Die Schalker glauben auch, ne, wenn wir jetzt nur noch 0-0 spielen, dann gewinnen wir. Deswegen gegen die Pfeil und Bogen. Wir gehen als Robin Hood. Ja, sicher. Jetzt muss ich nochmal nachgucken, warum die als Robin Hood gehen. Christian probiert sich im Radiergummikostüm. Und hinten steht drauf, sei du die Erste, die mich bis zum Ende benutzt.